So, machen wir weiter mit dem nächsten Part. Ja, da zeigt mir relativ schnell. Ich habe mal ganz kurz geschaut, wo es dann weitergeht. Ich bin ganz dran vorbeigelaufen. Man kennt es. Jetzt muss man sich überlegen, mal, wo das gewesen ist. Ich habe mich gestern Abend gleich direkt nach dem Stream angeschaut. Das ist nämlich hier. Und ab jetzt bin ich ruhig.
im Spiel. Schon leicht eklig, die Zwischensequenzen. Okay, anscheinend sind wir hier in einem neuen Gebiet. Gucken, was überhaupt weitergeht. Und hier kommen wir. Okay. Ich bin einfach mal fett im Kreis gelaufen. So muss das.
Das scheint wohl ein erster Gegner zu sein oder sowas. Die erste Begegnung, die wir haben. Yay! Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Da geht es nicht weiter, also geht es nur hier weiter. Ich mag das auch nicht immer so. 1000 verschiedene Wege hat. Einer reicht doch. Machen wir das.
Achso, ich wollte die Klappe halten. Sorry. Wir hatten doch vorhin so ein Ort, wo Ruin-Ding da, ihr wisst schon, was ich meine, am Arm gehabt. Jetzt komischerweise nicht mehr. Kann es sein, dass eventuell unser Charakter gestorben ist und dass es hier ein neuer Charakter ist? Weil alles andere würde ja theoretisch keinen Sinn ergeben. Sind wir irgendwie im Ding verschmolzen oder so? Das ist ja übel. So, schauen wir mal.
gerade so ein komisches, ja, was ist denn so eine komische Röhre, wo ich halt meinen Arm reinstecken kann. Damit ich das eben diese Spitze vorne bekomme. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Thank you.
Gut, bevor ich hier ewig rumirre und nichts finde, würde ich sagen, schaue ich kurz nach, wo es das gibt, wo ich das übersehen habe. Weil ich gehe mal davon aus, irgendwo habe ich es übersehen. Weil ich wüsste sonst nicht, wo ich noch gucken soll. Das habe ich überall schon alles abgesucht. Bin sogar bis zum Eingang direkt zurückgegangen. Ich habe es nicht gefunden. Entweder ist es ein Bug oder ich habe es wirklich absolut übersehen. Und ich gehe mal davon aus, weil ich so ein Blindfisch bin. Und das nicht immer gleich sehe. Auch nicht wüsste, wo ich noch gucken soll. Außer vielleicht komplett einmal zurückzugehen. Das können wir mal machen. Ich schau einfach mal weiter, was ich irgendwo finde. Ich habe keine Ahnung, wo ich da gucken soll. Ich mache jetzt erstmal Schluss. Ich suche mal ganz kurz die Lösung raus, beziehungsweise wo ich den Arm finde, weil ich habe keine Ahnung. Weil das Einzige, was mir jetzt, was noch fehlt. Wenn wir das haben, dann geht es direkt weiter. Aber wie gesagt, bevor ich mir jetzt hier Ewigkeiten suche und es einfach nicht finde, weil ich entweder zu blind bin, oder vielleicht irgendwas, irgendein Rätsel übersehen oder sonst irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Vermutlich habe ich es übersehen irgendwo. Hier sehe ich nichts, da sehe ich nichts. Hier ist einfach nichts. Einen Anlauf mache ich noch, wenn ich da nicht finde, dann. Weil ich sehe jetzt immer die gleichen Szenen. Vielleicht auch ein Bug, ich weiß es nicht. Dass vielleicht eventuell irgendwas fehlt. Habe ich auch schon gelesen, dass manche einfach stecken geblieben sind oder einfach irgendwas nicht ausgelöst wurde. Oder wie gesagt, ich bin einfach nur blind. Auf jeden Fall ist das hier nicht der Fall. War schon dran. Jetzt habe ich schon aktiviert. Jetzt gucke ich noch einmal hier rein. Wo ich da schon 80 Mal schon geschaut habe, habe ich es auch nicht gefunden.
das hat linke Maustaste, das heißt, falls ich irgendwas sehe in der Richtung, ich das sofort grappen kann, aber sieht nicht so aus. Oh, Moment. Ich nehme alles zurück. Ja, blind müsste man sein. Weiter.
Nicht wundern, ich weiß, wie es funktioniert. Ich muss mir nur die richtige Reihenfolge überlegen.
Was sind das? Meine Arme oder was? Ich weiß es nicht. Also das Spiel gibt eigentlich mehr Fragen auf, als es eigentlich beantwortet. So, ihr Lieben, ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss. Dann war das jetzt hier Scorn Part 2. Bis zum Part 3. Macht's gut. Haut rein. Ciao.